Ja, neben mir eine Novizin, die das erste Mal bei den Profis oder in einem Profifeld starten wird, Hanna Alom. Ist schon ein bisschen fortgeschritten vom Alter, aber ich glaube, du freust dich riesig, dass du hier die Chance bekommst, zu laufen und dich auch mit den tollen Athleten und so weiter zu messen, oder? Auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine einmalige Gelegenheit und es wird morgen definitiv eine Erfahrung. Jetzt bist du letztes Jahr, hast du erzählt, bei der Halbdistanz-WM gestartet in Nizza und warst dort bei den Age-Groupern in den Top 10 gewesen und hattest jetzt dieses Jahr schon überlegt, dir nochmal die Profilizenz zu besorgen, aber hast dich dann wegen Corona dagegen entschieden, ist das so richtig? Genau, das ist richtig und jetzt kann mir halt nichts Besseres passieren als genauso ein Rennen wie morgen, um einfach mal zu gucken, was geht, wo befinde ich mich und wie sieht es dann für nächstes Jahr aus? Also man merkt ja schon, dass auch so solche Rennen ja auch für solche Sachen im Prinzip oder für solche Geschichten auch funktionieren. Wie sehr freust du dich jetzt, dass das so klappt und was rechnest du dir da genau aus? Ich freue mich riesig. Ich glaube, ausrechnen kann ich mir relativ wenig, beziehungsweise ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also ich bin einfach gespannt, was morgen passiert und werde alles geben und alles raushauen und dann mal gucken, wo ich lande. Und was sind die stärksten Disziplinen, die du hast? Geht es gleich schon beim Schwimmen scharf los oder musst du eher schauen, dass du dann hinten raus noch was gut machst? Grundsätzlich schwimme ich ganz gut. Ich habe jetzt hier in diesem Profifeld, werden wir dann sehen. Auf dem Rad bin ich fit. Beim Laufen, ich hatte im Sommer eine kleine Verletzung, habe mich ein bisschen zurückgeworfen und da muss ich mal gucken, was das Training jetzt in den letzten Wochen noch gebracht hat. Und Was sagst du so generell? Ich meine, Frauen und Triathlon ist ja noch so ein bisschen, also wenn man sich so die Starterfelder anschaut, ja, wie die Verteilungen sind zwischen Männern und Frauen, ist es glaube ich so 70-30 ungefähr, ja, oder wenn nicht sogar 80-20. Was fasziniert dich am Triathlon? Wie bist du dazu gekommen? Und vielleicht kannst du auch mal noch ein paar motivierende Worte sagen, dass man als Frau auf jeden Fall damit mal mit dem Sport starten sollte. Also ich finde gerade Triathlon ist ein Sport, den beide Geschlechter machen können. Ich komme vom Fußball und von daher ist da, glaube ich, diese Geschlechterrolle noch definierter. Warum sollen Frauen nicht schwimmen, Radfahren und laufen können? Genauso gut wie die Männer. Also, und ich glaube sogar, dass manchmal die Frauen sogar noch mehr an ihre Grenze gehen können als die Männer. Also ist das ein totaler Frauensport und jede Frau sollte es mal ausprobieren und einfach mal Vollgas geben auf der Strecke. Das ist auch manchmal mein Gefühl, ne? Die Zähigkeit einer Frau ist nicht zu unterschätzen, das ist schon so. Wie hast du dann angefangen vom Fußball? Wie kommt man dann, ich meine, man hört die Geschichte häufig von den Männern, ja, mit irgendwie Fußball und dann doch gemerkt, naja, das läuft ganz gut und ich bin links außen hin und her gelaufen und auf einmal war ich dann doch beim Laufen und dann habe ich mir das Rad noch dazu geholt. War das bei dir auch so? Ja, so ähnlich. Ich bin dann auch zum Laufen gekommen und wurde dann von ein paar Triathleten bei uns aus dem Verein angesprochen, ob ich nicht auch mal einen Triathlon machen würde oder wollte. Und dann 3 Tage vor Triathlon bei uns im Nachbarsort wurde ich dann überredet und bin dann wirklich mit Badeanzug, Mountainbike gestartet und hat total viel Spaß gemacht und da habe ich einfach Blut geleckt und bin danach durchgestartet. Wenn du jetzt die Faszination auf 3 Worte irgendwie reduzieren müsstest, was macht den Reiz des Triathlons so aus? Oh, das ist schwierig. Einfach die Power im Rennen. Und so den ganzen technischen Aspekt und auch diese bisschen das Tüftelei und die Aeroposition und dies und jenes? Das ist natürlich auch auf jeden Fall eine Sache, ja, wo man ganz viel noch rausholen kann und was auch Spaß macht, noch ein bisschen hier zu gucken, wo komme ich noch niedriger in die Aero-Position, wo kann ich vielleicht noch ein paar Sekunden rausholen und auch technische Sachen einfach immer wieder zu üben, wie kann ich besser die Kurven fahren, wie kann ich noch besser bergab fahren und allein das, diese Vielfältigkeit macht den Triathlon, glaube ich, auch so aus. So, und jetzt, wenn du morgen nach deinem ersten hier Rennen im Profifeld, wie wird es dann weitergehen für dich? Hängt es davon ab, wie du jetzt morgen sein wirst und dann sehen wir dich auch 2021 in der Profilizenz und dann auch bei den Top-Rennen oder machst du das dann schon noch ein bisschen davon abhängig, wie es morgen läuft? Ja, morgen ist, denke ich, so ein bisschen so eine Standortbestimmung. Also auf jeden Fall werde ich ganz viel Triathlon weitermachen, weil es einfach meine Leidenschaft ist. Und ich gehe aber davon aus, dass ich es auch mal mit der Profilizenz probieren werde, auch wenn es morgen mal nicht so gut laufen wird, weil wer weiß, wie morgen auch der Tag ist. Und wenn man es nicht versucht hat, dann weiß man es halt nicht.
So ist das häufig im Leben. Man muss es probieren und riskieren. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für morgen, dass du einen tollen Einstand da feierst. Hanna Alom, vielleicht ein Name, den man sich da merken muss. Ja? Also wir drücken die Daumen. Ja? Viel Erfolg. Vielen Dank.